Hey Leute, ich bin der Massa. Ich spiele für Big schon seit 2018 und ich bin hier zusammen mit meinem Mate Granadi. Wir werden zusammen die nächste TMGL-Season fahren. Ich bin der Controller-Spieler von uns beiden und ja, mit was fährst du denn so? Ich bin Granadi und ich bin der Lenkrad-Andy im Team. Ich bin 21 Jahre alt und ich bin jetzt erst offiziell seit 10 Tagen, glaube ich, bei Big. Also ganz frisch dabei, aber ich habe trotzdem genauso viel Bock wie Massa auf das nächste Jahr. Oh, ich habe richtig Bock. Also, ich bin zu Trackmania gekommen. Das ist eine ziemlich altbekannte Story bei mir. Und zwar, als ich 6 Jahre alt war, das war ungefähr 2007, hat mein Vater damals tatsächlich das allererste Trackmania gespielt. Das war Trackmania Original von 2003, glaube ich. Und wie gesagt, ich war 6 Jahre alt und 6 Jahre alte Jungs stehen natürlich auf schnelle Autos, die durch die Gegend fliegen und Loopings und alles, was halt zu Trackmania gehört. Und weil mein Vater das damals gespielt hat, war ich davon immer sehr begeistert als Kind und habe irgendwann selber angefangen, das zu spielen. Das war damals noch, da war ich noch viel zu klein, schon damals mit Lenkrad, ganz wichtig. Da saß ich quasi auf dem Schoß von meinem Vater, weil ich sonst nicht an die Pedalen rangekommen bin und ans Lenkrad. Müsst ihr euch vorstellen, so ein Riesenkreis und dann so ein kleiner Granadi davor. Und war auf jeden Fall sehr wild, aber so habe ich angefangen, Trackmania zu spielen. Also schon, als ich 6 war, also sehr zeitig. Und bei dir? Bei mir? Das ist 2009 gewesen, wie gesagt, ungefähr. Und zwar habe ich damals immer mit meinem besten Kumpel, wir haben immer Fußball gespielt oder irgendwas und irgendwann ging es dann auch mal ins Gaming rein. Also sind wir mal zu ihm oder ich zu ihm oder wie auch immer. Früher war es immer noch PlayStation und irgendwann haben wir mal in einem Store dieses Spiel gefunden, Trackmania. Und dann dachten wir uns so, das sieht ja relativ nice aus. Und dann haben wir es uns beide gekauft. Und dann haben wir auch irgendwann online gespielt zusammen oder auch offline zusammen zu Hause, je nachdem, wer wo gerade war. Und ja, ich wurde irgendwie gut in dem Spiel und er hat irgendwann keinen Bock mehr gehabt, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, so ist es zustande gekommen, so habe ich angefangen überhaupt. Wie finden wir das neue System, das 2v2-System? Ich würde sagen, zumindest von meiner Ansicht aus, ist viel, viel mehr motivierend. Ich habe jetzt einen Teammate, auf den ich mich verlassen muss und er auch auf mich. Schauen wir mal, wie das wird. Es ist auch, es spiced so ein bisschen things up. Und es geht auch ein bisschen in die Vergangenheit rein. Wer ein bisschen länger in Trackmania schon ist, der weiß, dass es früher nur Team-Modus eigentlich war. Da gab es dann verschiedene Submatches, 1v1, 2v2, 3v3, 5v5 und so weiter. Und jetzt hat man so dieses Team-Feeling wieder back. Was man in den letzten Jahren in Trackmania nicht hatte, du hast immer auf dich alleine gestellt, wie viel du trainierst, wie viel du dich vorbereitest, wie fühlst du dich am Matchtag und bist dann auch alleine im Match. Und ja, jetzt hat man ein Teammate. Also ich finde es relativ gut. Ich weiß nicht, was du davon hältst, aber ich denke mal, nichts Schlechtes. Nee, mir geht es tatsächlich genauso wie dir. Ich finde das auch ziemlich, ziemlich nice. Besonders wichtiger Punkt meiner Meinung nach ist, Practice für TeamGL war alleine immer relativ langweilig. Ich meine, weil wenn man zum Beispiel, man hat eigentlich nicht zusammen trainiert wirklich in den letzten 2 Jahren. Man hat immer alleine seine Lines gefahren, immer offline. Und das war halt wirklich extrem ermüdend. Und jetzt das Ganze schon zu teilen, ist halt schon mal ein Riesenbonus. Ja. Und ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, aber irgendjemand hat das gesagt, als wir damals intern quasi diskutiert haben, ob das 2v2-System gut ist. Ich weiß echt nicht mehr, wer es war, aber irgendjemand hat gesagt, Gewinn macht mehr Spaß zu zweit und Verlieren macht auch mehr Spaß zu zweit. Und sehe ich halt absolut genauso. Ja, verlieren möchte ich nicht, aber okay. Nee, aber es ist nicht so schlimm, wenn man, also gut, wenn wir jetzt zum Beispiel zusammen verlieren, weil ich komplett reingesackt habe, dann fühlt es sich vielleicht ein bisschen schlecht an, aber insgesamt kann man so den Frust ein bisschen scheren. Du hast einen Mate, der dich aufbauen kann, genau, wenn du den richtigen Mate hast. Richtig. Und das haben wir mal, das haben wir. Richtig. Bin ich am Rennsport interessiert? Früher tatsächlich ja, da habe ich immer früher mit meinem Vater, wieder mein Vater, haben wir immer zusammen Formel 1 geguckt, aber das ist schon so lange her. Ist bei mir mittlerweile nicht mehr so. Ich mache nichts mit Rennsport außer Trackmania. Das ist halt ziemlich viel, aber ich spiele jetzt keine anderen, keine Ahnung, Sim-Racing-Games wie F1 oder was es da alles gibt. Ich gucke nicht wirklich Rennsport, außer halt Trackmania. Aber ja, früher ja, heute eher nicht mehr so wirklich. Ich glaube, du ein bisschen mehr, okay, oder? Okay. Bin ich ganz ehrlich, 1:1 genauso. Oh, okay. Gut, mein Name ist klar, woher der kommt. Man sollte es eigentlich wissen. Felipe Massa, das war immer einer der besseren Formel 1-Fahrer, bis er retired hat. Kennt ihr auch noch. Seinen Unfall leider hatte. Ich war ein ganz großer Massa-Fan, deswegen auch mein Name. Das ist, glaube ich, relativ logisch. Aber ich schaue eigentlich gar kein Formel 1 mehr. Irgendwann wurde es mir so langweilig, es ging eigentlich nur noch darum, wer das beste Auto hat. Und ja, und irgendwann hat man auch das Interesse verloren. Und ja, ich verfolge eigentlich fast gar keinen Rennsport mehr. Bin ich ganz ehrlich. Was spielen wir sonst noch? Ich spiele eigentlich nur noch Counter-Strike nebenbei.
Alles andere, ich bin kein Singleplayer-Game, ich brauche Action und irgendwie habe ich das Kompetitive in mir. Also ich kann nicht non-competitive spielen. Deswegen auch bei so Cup of the Day oder so, wenn man es sieht, ist es für mich so das Einzige, was man so for fun ist. Und deswegen nehme ich es auch nicht mehr so ernst oder troll da auch relativ viel. Entschuldigung. Oder auch nicht, Entschuldigung. Und ja, eigentlich spiele ich nur CSGO nebenbei. Und das war's dann auch schon. Bei dir? Ich spiele, also so an den richtigen, ich erkläre euch gleich, warum ich sage, an richtigen Games. An richtigen Games spiele ich eigentlich nur Trickmania, weil ja, ich habe halt nebenbei noch viel zu tun mit Uni und so weiter. Das hast du zum Glück nicht, der Nachteil. Nicht mehr. Nicht mehr, genau. Von daher bleibt da nicht viel anderes übrig. Aber ich enjoy das auch. Also es ist jetzt nicht so, dass... Ich glaube, wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich trotzdem nur Trickmania spielen am PC. Aber was ich ganz gerne mache, und bitte greift mich dafür nie in den Kommentaren an, ich spiele gerne mal das ein oder andere Mobile-Game. Ich will jetzt keine Namen nennen. Meine Fans wissen, welches Spiel unter anderem. Richard. Aber, was? Nichts. Okay, ja. Nichts gesagt. Nee, aber so die, manchmal spiele ich halt Mobile-Games hier und da, aber sonst, das ist halt eher so casual, logischerweise. Unsere Ziele für die Season, das ist schwer zu sagen, einfach aus dem Grund, weil wir das neue Format überhaupt noch nicht gespielt haben. Wir haben keine Ahnung, wie genau, also wir wissen, wie es laufen wird in der Theorie, aber wie gut wir uns da anstellen, wissen wir nicht. Wir wissen auch noch nicht, wie die Maps aussehen und wie strong jetzt andere Duos sind. Logischerweise wollen wir schon eher weiter oben sein. Klar. Ja, wenn wir jetzt das realistische Ziel nehmen, Erster werden wird schwer. Wir versuchen natürlich unser Bestes, aber so, weiß ich nicht, so Top 4 wäre schon Bombe, oder? Also okay, würde ich okay, sagen. Okay. Wir haben noch nicht richtig darüber gesprochen, deswegen antworte ich auch gerade einzeln. Ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall ein Playoffs-Team, also sprich Top 6. Ja. Aber ich kann auch sehen, dass jeder andere eine gute Season hat und wir eine schlechte Season und wir auch mal unten landen. Ich kann uns aber auch sehen, dass wir uns sehr gut ergänzen auf den Maps und vielleicht im Match auch relativ gut abliefern, was eigentlich in letzter Zeit gut der Fall ist, behaupte ich mal, zumindest in den großen Events. Mhm. Ich kann uns auch relativ weit oben sehen. Also es ist richtig, richtig schwierig, uns einzuranken und als Ziel für mich persönlich ist eigentlich immer Playoffs. Das also Top 6 ja. Ist für mich mein Ziel. Und dann einfach schauen, wie es läuft. Also klar, man will gewinnen, aber als realistisches Ziel immer Playoffs und dann von da schauen, wie die Season gelaufen ist, wie die Maps aussehen, wie man sich fühlt und ja, vielleicht Top 1. Man muss halt auch sagen, dass die Season jetzt wahrscheinlich so stacked wird wie noch keine zuvor. Also es sind wie nicht nur die Leute mehr motiviert, sondern es sind auch wirklich, ja, eigentlich wie immer, aber besonders diese Season ist es, denke ich mal, schon nochmal eine Nummer krasser. Ja. Von daher müssen wir halt wirklich gucken. Aber wie Dennis gesagt hat, Playoffs sollte eigentlich immer das Ziel sein, weil man möchte so viel spielen wie möglich.